Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Liebe diese Jahr, ich grüße dich. Das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wann du geboren bist. Das ist ein Seelenplan. Und jetzt betrachten wir die Bewegung Sonne, Mond und die Planeten. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung löst etwas aus im Horoskop. 1. Mai 2019. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Das ist zurzeit dein Monatsthema. Und hier hast du auch karmische Erfahrungen. Das heißt, deine Seele sucht diesen karmischen Weg. Thema ist Ausland, Auslandskontakten, eine Reise oder Spiritualität oder Bildung. Uranus befindet sich auch hier im Widder und sorgt für Veränderungen, Umbrüche und Veränderungen. Das Thema ist dasselbe, Reisen, Ausland, Bildung oder Spiritualität. Widder könnte auch bedeuten für dich, du hast hier einen Neuanfang. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie können wir uns durchsetzen im Leben. Außerdem bedeutet Mars auch ein Mann, Begegnung mit einer männlichen Person, oft natürlich in die Liebe, Partnerschaft. Wobei, das kann auch anderen Verbindungen sein, Freundschaften oder einer männlichen Person von Verwandten. Mars bewegt sich zurzeit im Stier und das bedeutet, du hast die Kraft, dich durchsetzen, behaupten, dass du Anerkennung bekommst. Kann auch bedeuten, dass du suchst deine wahre Berufung und da lenkst du die Aufmerksamkeit und setzt hier etwas in Bewegung. Dann kommt die Stierenergie dazu, dass du das im Besitz nimmst. Natürlich, diese Mars-Energie kann auch bedeuten, dass du im beruflichen Umfeld Kontakt hast mit einer männlichen Person. Rahu ist der Drachenkopf, hat mit karmischen Themen was zu tun. Wir suchen die Richtung. Diese beiden karmischen Knoten, absteigende Mondknoten Ketu oder aufsteigende Mondknoten Rahu, die bewegen sich auch. Rahu, dieser Drachenkopf, was wir gerade suchen, befindet sich zurzeit hier in Zwillingen und bleibt ganzes Jahr in Zwillingen, bleibt 2020 auch hier. Hier hast du Themen, was deine Seele sucht, das sind deine Hoffnungen, Wünsche oder Freundschaften oder eine Gruppe mit gleichgesinnten Menschen oder eine Gruppe gründen. Ketu ist die absteigende Mondknoten und aktiviert Erinnerungen. Ketu steht in Verbindung zum karmischen Erinnerungen und zeigt Vergangenheit. Ketu befindet sich ganzes Jahr
und auch Jahr 2020 hier im Schütze aktiviert bei dir Themen wie Kindheit, inneren Kind, deine Kinder, Lebensfreude, Kreativität, etwas in Gestalt zu bringen. Hier. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter schenkt uns Optimismus, bringt uns Glück im Leben. Jupiter bewegt sich zurzeit in Skorpion, aber ist rückläufig. Das bremst etwas die Vorwärtsbewegung oder hat hier auch Themen mit Vergangenheit. Möglich ist es auch, dass hier Chancen, Möglichkeiten gibt, etwas zu verbessern, aber das ist noch nicht die richtige Augenblick. Wir sollen noch etwas überprüfen hier in Skorpion. Und das trifft dein Lebensbereich, vierter Lebensbereich, dein Zuhause. Chancen, Möglichkeiten, wohnlich etwas zu verändern. Hier hast du auch Themen, weil in deinem Geburtshoroskop befindet sich hier Saturn, wo die Lernaufgabe ist, dein Zuhause finden, da die Stabilität, und Uranus zeigt immer wieder Umbrüche, Veränderungen in Wohnsituation. Das wird durch Jupiter jetzt aktiviert. Saturn ist der Planet der Schicksal, beeinflusst unserem Schicksal. Saturn belehrt uns auch, manchmal grenzt uns ein. Saturn ist rückläufig, das bremst jetzt etwas in unserem Schicksalsweg, weil wir sollen noch etwas überlegen oder überprüfen etwas. Diese Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun. Saturn befindet sich im Schütze und aktiviert bei dir den Lebensbereich Kinder oder deine eigenen Kindheit, diese Erinnerungen, gerade hier bei Rückläufigkeit, die Erinnerungen, das innere Kind oder etwas gestalten im Leben und Lebensfreude. In deinem Geburtshoroskop hast du hier Merkur und Neptun und die beiden belehren dich, deine Träume zu verwirklichen, und dieser Saturn-Einfluss belehrt dich auch, das in Form zu bringen, deine Träume verwirklichen und auch deine Kreativität leben. Pluto ist auch im Schütze, Pluto ist auch rückläufig. Pluto zeigt, wir sollen auf dem Wesentlichen konzentrieren und alles andere ist uninteressant. Abschied nehmen, loslassen. Die Pluto-Energie ist auch hier im Schütze. Neptun lässt unsere Träume verwirklichen, unsere Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir daran glauben, und Glauben versetzt Berge. Wenn wir das nicht glauben und daran zweifeln, dann hindert uns dabei, die Träume zum Leben, und fühlen wir uns enttäuscht. Diese Neptun-Energie ist im Wassermann und aktiviert bei dir Liebe-Partnerschaft. Venus ist die Planet der Liebe, das ist die weibliche Energie, das zeigt dich als Frau. Mit Venus-Einfluss verschönern wir etwas oder bringen wir etwas in Harmonie oder leben wir unsere Kreativität. Bei dieser Bewegung, was man Transit nennt, ist es auch möglich, Kontakt mit anderen Frauen. Venus befindet sich im Fischen. Und das hier im achten Lebensbereich, wo in dein Geburtshoroskop Mond befindet, also aktiviert auch deine Gefühle. Und das ist Wandlung, das ist eine Transformation. Ändert sich dein weiblichen Energie, Erneuerungsprozesse. Das kann auch bedeuten, dass du
möchtest dich als Frau verändern, innerlich, aber auch äußerlich auch. Thema Sexualität kann auch sein bei diesem Venus-Einfluss hier im achten Lebensbereich. Merkur und Mond befinden sich auch hier. Hier sind auch Themen wie Ämtern. Oft hat das mit Erbschaft was zu tun oder Institutionen, was mit Finanzen was zu tun hat. Wie zum Beispiel Finanzamt oder Banken oder Börsen, Investitionen. All das ist auch möglich und Merkur löst etwas aus und das sind die Handlungen, Termine oder Verträge. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung und sie wirken zusammen, das aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft und unseren Gefühlen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung, aktiviert Themen wie Gesprächen führen über Gefühlen oder wir sollen intuitiv handeln. Und hier hast du auch den Lebensbereich, was vielleicht sogar mit Ämtern was zu tun und da Terminen, Verträgen, kann auch bedeuten. 4. Mai ist Neumond, exakt 23.46 Uhr. Und das heißt, Mond übergeht im Widder und die beiden Lichter, Sonne und Mond treffen sich hier. Also es ist Neumond. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, nach innen schauen, Meditation. Thema ist, wohin geht die Reise? Das kann auch eine innere Reise sein. 5. Mai übergeht Merkur im Widder und aktiviert hier Themen wie Reisen, Gespräche über eine Reise, Kontakt zum Ausland oder eine Nachricht von Ausland. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Neumond ist vorbei, das heißt, beginnt die zunehmende Mondphase. Das eignet sich dafür etwas vermehren. Hier aktiviert die 10. Lebensbereich, das ist Ansehen. Das bedeutet auch, dass du in Öffentlichkeit bist, bekommst du Anerkennung. Und Thema Berufung liegt auch hier im 10. Lebensbereich. Das kann Mond auch aktivieren, Chancen, Möglichkeiten bekommen, beruflich etwas verändern, verbessern. 7. Mai ist Mars in den Zwillingen. Die Mars-Energie ist jetzt im 11. Lebensbereich. Und das kann bedeuten, dass du Wünsche hast, Wünsche, Hoffnungen und das hat mit einer männlichen Person was zu tun. Oder dass du im Freundeskreis einen Mann begegnest oder kontaktierst mit einem Mann. Möglich ist auch, dass du dich durchsetzt im Freundeskreis, Bekanntenkreis. 8. Mai, Mond ist hier im 11. Lebensbereich in Zwillingen und aktiviert hier auch Themen wie Wünsche, Hoffnungen, Freundeskreis, Freundschaften, Kontakte. Und Mond steht in Verbindung zum Mars und das hat mit deinen Gefühlen oder mit seinen Gefühlen was zu tun. Eine Begegnung mit einer männlichen Person oder dass du diese Wünsche und Hoffnungen hast. Im selben Tag, 8. Mai, steht Merkur mit Uranus in Verbindung. Das kann eine unerwartete Nachricht sein. Möglich ist, dass diese Nachricht von Ausland kommt. 10. Mai ist Mond im Krebs.
Im Geburtshoroskop hast du hier die Erde. Unserem Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtstag im Krebs. Und das heißt, wenn du immer wieder im Rückzug bist und Geduld hast, bis etwas in Form kommt und kannst warten, bis das geboren wird, dann manifestiert sich etwas. Hier aktiviert jetzt diesen Bereich Mond und das heißt, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Träume, sei ein bisschen geduldig, sei im Rückzug und warte auf den richtigen Moment, bis sich das manifestiert und hör auf dein gesundes Bauchgefühl. 11. Mai ist Venus im Widder. Venus verlässt hier die Tierkreiszeichen Fischen und übergeht hier im Widder und aktiviert bei dir Themen Reisen, eine schöne Reise oder Kontakt mit einer weiblichen Person von Ausland oder eine Bildung und das ist schön und kreativ, bedeutet auch Spiritualität. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist immer Spannung, Nervosität, Unruhe. Es fehlt in diesem Tag die Erdelement, die sicheren Boden unter unseren Füßen. Man hat das Gefühl, es fühlt sich alles so unsicher an. Wir verlieren die Halt im Leben. Dieser Halbmond ist exakt um 2 Uhr und 12 Minuten. Damit du wieder diese Stabilität bekommst, bedeutet für dich, zieh dich zurück oder meditiere über etwas. So findest du inneren Gleichgewicht, in inneren Balance und fühlst du dich wieder stabil, sicher. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Du nimmst deinen Gefühlen bewusst wahr oder gibt kleinere Veränderungen oder nimmst deine Umgebung mit Gefühlen wahr, sei auch intuitiv. 15. Mai ist Mond im Jungfrau, aktiviert Themen Werte, Wertschätzung, Finanzen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Und zeigt dann Monatsthema. Und das ist hier die Stierenergie. Also kommt auch die Stier auch dazu, etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen, um die Finanzen zu kümmern, um Sicherheit, Stabilität. Und bei dir hier im 10. Lebensbereich aktiviert Themen. Was sind deine Ziele? Wie erreichst du das? Wo liegt deine Berufung? Wie bekommst du Anerkennung? 17. Mai ist Mond im Waage und aktiviert hier Themen, Verbindung zu deinen Verwandten, dann etwas lernen, ein gewisser Austausch von Informationen. Hier hast du auch karmische Themen, das erinnert dich an die Vergangenheit. Hier hast Mars-Energie, Pluto-Energie, das ist deine Kraft, dich zu behaupten, dich durchsetzen, auch gegen Konkurrenten oder Verwandten. Hier aktiviert Mond dieselben Thematik. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Exakt um 22 Uhr 11 Minuten. Also wird diese Themen beleuchtet, die Verbindung zum Verwandten und Nachbarn, dann auch Bildung, Schulungen, Austausch von Informationen oder Medien. 18. Mai, im selben Tag, steht Venus mit Uranus in Verbindung und das sind Überraschungen, unerwartete Ereignisse, entweder in die Liebe oder kommt das von Ausland, von einer weiblichen Person oder Spiritualität. 19. Mai ist Merkur im Stier. Merkur
hat einen Bezug zum Sprache, Kommunikation, und das bedeutet, du stehst im Mittelpunkt und anderen hören zu, was du meinst. Kann auch bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst oder hast du ein Vorstellungsgespräch und es handelt sich um deine Berufung. Mond ist in Skorpion. Und das ist jetzt die abnehmende Mondphase. Hier überlegen, wovon sollst du verabschieden, was in Wohnung oder Haus betrifft. Es sind sicherlich Gegenstände oder Möbel, was dich stört. Also hier kannst du aufräumen, trennen von etwas. Hier handelt es sich um deine Wohnsituation. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung und aktiviert in deiner Wohnsituation auch Chancen, Möglichkeiten, etwas verbessern. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und aktiviert Themen, was mit Kindern zu tun hat. Mond steht in Verbindung zur Mütterlichkeit, entweder zu deiner Mama oder kommen mütterlichen Gefühlen, gerade hier im 5. Lebensbereich, oder Erinnerungen an deine Mama. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Saturn zeigt, nimm das bitte ernst, deinen Gefühlen, oder bring etwas in Form. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung. Pluto zeigt, wovon sollst du verabschieden. Oft sind das Gefühle oder Erinnerungen. Gefühle wie Angst oder Schuldgefühl oder Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, was mit Tränen verbunden sind. Das löst die Pluto-Energie und Mond aktiviert auch deinen Gefühlen. 24. Mai ist Merkur in Diamant und das bedeutet, es klärt sich etwas auf, beschleunigt auch etwas, und das sind oft Gespräche, Handlungen, Verträge, und das trifft dich im beruflichen Umfeld. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert die Situation wie dein Alltag, Gesundheit und Beruf. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist immer Spannung, Unsicherheit, und das trifft dein Liebesleben, Partnerschaft. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement. Es fehlt die Mut, es fehlt die Kraft, es fehlt die Begeisterung und Leidenschaft. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung, aktiviert unsere Fantasie, unsere Träume, unsere Wünsche. Und das sollen wir ernst nehmen und diesen Tag das verinnerlichen und daran glauben. 29. Mai übergeht Mond im Fischen und aktiviert Themen wie Loslassen oder Themen mit Ämtern, Erbschaften. Und 31. Mai befindet sich Mond im Widder, aktiviert Themen, was mit Reisen, was zu tun hat oder mit Spiritualität. Liebe diese Jahr, so könnte ich Monat Mai astrologisch beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.